Ja, das Intro möchte ich euch jetzt gerne ersparen. Moin Leute, willkommen zu Ridge Racer Unbounded, mein neues Let's Play Projekt. Ich warte schon ewig auf das Spiel und endlich ist es da und wir starten. Ja, die Ridge Racer Serie müsste bekannt sein. Sie ist eine sehr, sehr alte Rennserie, sehr arkadig und für ungewöhnlichen Drift-Einlagen sehr bekannt. Jetzt hat Bugbear, die Entwickler von Flatout, sich an das Spiel dran gesetzt und ja, es ist eine ziemliche Katastrophe geworden. Also eine Katastrophe meine ich. Also hier geht's richtig Post ab. Allein in meinem Let's Play die Post ab. Also hier wird nicht auf Kinderniveau gefahren. Also hier wird ohne Gnaden zerstört, was das Zeug hält. Ich habe mir schon mal angeguckt. Dominiere die Welt. Ich weiß nicht, was ich alles Let's Playen werde. Multiplayer und alles sowas. Ich werde mich erstmal auf den Singleplayer konzentrieren. Und ich würde sagen, fangen wir doch einmal an, oder? So, was haben wir denn hier? Shatter Bay, New City Limits. Ja du, ich will jetzt eigentlich irgendwas fahren. Ich warte so lange auf das Spiel. Zum Freischalten erhältlich, alles klar. Die anderen, na, die Unbounded. Ups, ne, egal. Nicht so viel Laman starten. So, Auto. Ja, Grafik. Hm? Geht wohl. Ach, einfach nehmen. Ah, gelb ist immer geil. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinem Let's Play. Ich werde versuchen, so viele Parts wie möglich hochzuladen an Tagen und so weiter. Also. Yeah. Fette Beat, Mann. Mal gucken, ja. Weiter. Wollen wir mal loslegen. Jetzt habe ich ja vergessen, ich wollte ja noch die Steuerung ändern. Ups! Na egal, muss ich dann gleich machen. Obwohl, die Steuerung mit den Pfeiltasten, die ist mir eigentlich zuwider. Der Taste zurück, um zu driften, oh mein Gott. Ja, die Steuerung muss ich auf jeden Fall ändern. Obwohl, naja. Egal, nicht so viel meckern. Wir fahren. Ach, Scheiße! Was, man kann durch Wände fahren? Aber nicht durch LKWs. Ach, Kacke. So, ja, ich bin ja halber Fan von Ridge Racer, könnte man sagen. Also ich habe die damaligen Standardteile alle gespielt und ja, deswegen BAM! Ach, wie geil das einfach nur aussieht. Ich habe schon, keine Ahnung, etliche Videos davon gesehen und das ist einfach mein Spiel. Rammen, zerstören, fahren, Autos, die im Weg rumstehen. Wände? Nur das mit dem Driften. Oh, geile Schadensmodell. Fett. Grafik. Sehr, sehr gut. Bildrate. Sehr für den Arsch. Was natürlich an mir liegt. Und somit kann ich natürlich voll driften. Was zur Hölle? Achso, ich hab schon längst Power. Gut, dann. Was? Ah, da kann man durch, alles klar. Jo, geh ich. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Es gibt ja sogar einen Streckeneditor. Und, ja, also ich schätze mal, keine Ahnung, wie sehr mir das Play gefällt, wird es dann dementsprechend lange dauern. Denn ich werde. Was willst du denn jetzt? Ich werde alles Let's Playen, was so verfügbar ist. Ich will es versuchen. Kollege, komm mal hier. Nein! Nein, wie kann man so schlecht sein? Wie kann man so schlecht sein? Boah, gut. Pfeiler, gut, dass ich so geil bin. Aus dem Weg, Mann, aus dem Weg! Ich darf nicht verlieren, das wäre peinlich. Oh. Oh, oh, was war das denn? Wand? Auto? Wand? Bah! Hölle. Hölle geil. Ich glaube, ich sehe gerade, ich muss ein bisschen Anti-Gleise reinhauen, damit die Grafik wieder ein bisschen, also die Texturen ein bisschen schärfer werden. Ansonsten, also von der, also nicht E3, sondern von der Gamescom her hat sich das Spiel jetzt ein bisschen verändert. Also anzeigenmäßig.
Oh, 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 oh. Julia, nicht so viel quatschen. Ja. Eine kleine Veränderung hat es gegeben, aber ansonsten. Ja, alles sehr übersichtlich bis jetzt. Anzeigen sind ja auch in der Welt drin, nicht im Spiel direkt. So, und der macht jetzt mal. Oh, zwei auf einmal! Errungenschaft freigeschaltet. Fett. Warum leuchtet der so geil? Ich weiß nicht, warum der so leuchtet. Warum leuchtet der? Oh, ich verliere die Kontrolle. Ich verliere die Kontrolle. Ach, deswegen. Ich bin 12. Nein! Es ist mehr als peinlich. Oh Gott. Super, erster Part direkt. Ja, für die Tonne, für den Papierkorb. Kann ich direkt löschen. Mach. Kacke, ey, warum muss ich denn auch unbedingt am Ende die Kontrolle über den Wagen verlieren? Ja, Autohändler, was? Stadt zerstört, Ziel. Oh, meine Fresse, das war ja jetzt aber peinlich. Ja, neuer Rang aufgestiegen. Level-System. New vehicle unlocked. Oh, geil, ein Feature, was ich in Ridge Racer geliebt habe. Dass sie wenigstens. Dass sie sagen, man neue Autos freigeschaltet hat, beziehungsweise, dass man, sag schnell, welches Auto man hat. In Deutschland war es damals so, ich habe immer gesagt, die Himmel EL und so weiter, die Namen der Wagen. Ich fand es immer sehr, sehr geil. Und, genau, wo wir schon mal bei, geil, will ich fahren. Wo wir doch gleich schon mal bei Ridge Racer sind. Es gibt ja jetzt Ridge Racer für die PS Vita, habe ich mir gekauft. Absolut scheiße das Spiel. Es gibt 3 Strecken und 5 Autos und. Nee, also wirklich. Mir ist aufgefallen, dass die Steuerung, also für Tastatur, doch ganz akzeptabel ist. Mit der Musik? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich damit klarkomme. Ich bin ja mehr so der Metal-Fan. Ich glaube, Metal. Ich weiß nicht, wird Metal in dem Spiel gut rüberkommen? Ich glaube schon, oder? Ein bisschen Metal. Boah, du. Du Fixer! Was? Was? Ey! Ey! Explosion, da fahr ich durch! Was, Junge? Stirb gleich! Oh, mit dem Driftsystem komme ich nicht klar. Also das ist jetzt, naja. Verdammt. Weiß ich, vielleicht drift ich auch einfach nur falsch. Ich will da jetzt nicht so viel meckern. Eigentlich hatte ich vor, den zu vernichten, nicht einfach nur beiseite zu schieben. Oh, da fahr ich durch, da fahr ich durch, da fahr ich durch! Wurde mal gesagt, dass wenn man diese Abkürzung benutzt, man eher crasht, als wenn man sie nicht benutzt. Also ich finde es totaler Käse. Bis jetzt funktionieren sie perfekt. Nein, ich will da nicht durch. Ich will dich rammen. Ich will Slow Motion Gegnerzerstörung haben. Überspringen auf keinen Fall. Überspringen so eine Sequenz doch nicht. Ich will das sehen. Komm her, komm her, komm her. Hm, ja, driften. Schlecht. Also ich. Ach, schaffen wir schon. Das schaffen wir. Letzte Runde. Schön, dass das so eingeblendet wird. Sehr gut. Ich wollte ihn doch wirklich ganz gerne zerstören. Warum schiebe ich die denn immer nur weg?
Windschatten. Los, komm her. Komm her. Nein! Ja. Ja. Das war nicht so gut. Ey, ey! André, Kollege, du kommst doch früh genug dran. Ey, fuck, nimm nicht meine Abkürzung, die hab ich freigesprengt. Pisse, hast du davon. So. Vernichtet. Oh, wie geil. Ich liebe ja allein schon Burnout und Flairdot habe ich auch immer geliebt. Und hier habe ich beides auf einmal. Und ich könnte Erster werden, wenn ich mich jetzt zusammenreiße. So, Kollege, man sieht sie dann, ich fahre mal durch die Wand. Wuhu, boah, ey, voll geil. Immer noch Zweiter, was ich nicht verstehen kann. Bart, was geil. Oh, wie geil das einfach nur aussieht, Leute. Also ich bin ja echt ein Fan von Physik und Zerstörung. Dieses Spiel ist der absolute Orgasmus in meinen Augen. Wieso hat... Na egal, Zweiter ist auch mal gut. Mit Zweiter kann ich leben. Beendet. Renner geht jetzt Position 2. Ja, besser als das erste Rennen. Wo ich Elfter wurde. Elfter? Oh, ich hatte, ich bin noch nicht so ganz wach, weil ich war nämlich, ja, sogar heute noch, heute sehr, sehr lange weg, also Disco und weiter weiß schon, Party machen mit Weibern. Yeah! Kandidat. Wie viele Ränge es wohl gibt?